Ja Leute, herzlich willkommen wieder hier zu meinem nächsten Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, ich befinde mich hier in Aldenbliesen in Belgien. Und zwar, hier ist hinter mir ein wunderschönes Schloss. Also die Sehenswürdigkeiten, da habe ich natürlich einen Tipp von bekommen. Die sollen einfach nur einmalig sein und die würde ich gerne mit euch besichtigen. Ja, dieses Schloss wurde erbaut im 12. Jahrhundert. Dieses Schloss gehörte natürlich den deutschen Ordens. Und ich würde sagen, wir schauen uns das gemeinsam mal an und ich würde sagen, viel, viel Spaß bei diesem Video. Und hiermit darf ich meine neuen Mitglieder begrüßen. Anja H., Frank Cologne, Henning Schmitz, René Dussartz, Kapuzenmann 69, RW angewurzelt. Und nun viel Spaß bei diesem Video. Wenn ich bedenke, also wie schön dieses Wasserschloss hier vorne schon ist, wenn man so schön runter guckt auf dieses schöne Wasser hier und wenn man natürlich hier mal schaut, sind hier richtig schöne kleine, ich denke eher Kois, orangene Kois, die wohl bestimmt ja mal reingeschmissen wurden oder so, weil die sehen schon, normalerweise hat man hier dunkle Karpfen und die sind so schön orange aus. Ja, und das sind natürlich halt Kois. Ja, und ich finde es aber sehr, sehr schön. Besonders hier mit dieser Holzbrücke. Richtig toll gemacht, also top gepflegt hier. Wirklich schön. Hier und da, oder? Ja, ja. Drohnen, Geweiße. Ja, genau, DJI. Ne? Ja. YouTube-Channel. So, da war gerade natürlich mal ein netter Herr. Der hat natürlich auch gefragt gehabt, dass ich hier so schöne Aufnahmen mache. Hab gesagt, dass ich einen YouTube-Kanal habe und hat sich natürlich ein Foto gemacht. Und ja, da freue ich mich natürlich. Ist natürlich auch wieder was Schönes. Also Leute, dieser kleine Park hier vorne an der rechten Seite, wo ich jetzt gerade bin, also das ist so schön. Also wirklich, man möchte hier wirklich auch gar nicht mehr weg. Das sieht richtig süß aus, auch hier mit den Buchsbäumen, wie das natürlich auch hier so geschnitten ist. Schaut ihr das mal. Das sieht natürlich auch richtig edel aus und das hier auch, also schön geschwungen. Ja, hier ist auf jeden Fall 100% im Spiel. Und das kriegen wir eigentlich auch gar nicht hin, wir ganz normalen Menschen, die nichts damit zu tun haben, irgendwie mit Gärtnerei. Ja, auf jeden Fall sehr schön gemacht, sehr, sehr schön. Thank you.
Leute, ist das nicht schön? So den Brunnen sieht und so die Geräusche hört. Also, das hat schon etwas. Also, ich muss ja wirklich lassen. Ich habe das ja so mal auf Fotos gesehen. In Google und sowas. Und, aber, wenn man wirklich jetzt hier ist, an diesem Ort, ist das viel, viel schöner, ja, als wie irgendwie auf Bildern zu sehen. Das ist wirklich unbeschreiblich. Leute, ich kann euch das gar nicht rübergehen. Ich kann euch das gar nicht rübergeben über die Kamera, von den Aufnahmen her und so. Man muss wirklich mal hier hinfahren mit der Familie, euch das mal selber anschauen und euch mal ein eigenes Bild machen, Leute. Und ihr wird sehen und ihr wird wissen, das, was ich hier filme, ist noch nicht mal 50% von der Schönheit, was die Kamera rübergibt. Ich würde sagen, jetzt geht's erstmal weiter. Hier raus und oben auf diesem kleinen Gartenturm oder Gebäude, das sieht richtig klasse aus. Also ich bin wirklich überwältigt hier und ich zeige euch jetzt mal die Perspektive, wo ich gerade so drauf schaue oder wie ich gerade reingekommen bin. Richtig schön aus, dieser Blick hier raus. Wenn man bedenkt, aus dem 12. Jahrhundert, 1260, 1270 ist er erbaut, aber befindet sich natürlich immer noch im 12. Jahrhundert, Anfang 13. Jahrhundert. Und wenn man bedenkt, wie die das hier alles aufgebaut haben, ist einfach echt, echt wahnsinnig. Ja, und die Architekten, die das damals hier gebaut hatten, was die für eine Denkensweise hatten, alles so romantisch, alles so liebevoll, alles so, man muss überdenken, was das für eine Zeit war, das war nicht wie heute, ne? Wo alles mit Computer erstmal aufgezeichnet worden ist, am PC oder am Computer oder, ne? Also die hatten wirklich nur einen Stift in Hand und ein Blatt und da haben die natürlich losgezeichnet und haben natürlich alles gebaut. Also das ist wirklich sagenhaft. Also ich kann immer wieder sagen, das ist echt ein traumhaftes Bild, als wenn ich wirklich ein paar Jahre zurückgeschmissen worden bin.
Ja, Freunde, ich stehe gerade hier vor so runden Art Betonbütten. Also ich sage jetzt einfach mal Bütten. Und das ist natürlich alles aus Beton. Und ich denke mal, dass das auch ziemlich, ziemlich alt ist. Ich denke auf jeden Fall, dass das Original ist. So sieht es nämlich aus. Aber ich denke mal auch, dass das locker so vom 16., 17. Jahrhundert ist. Weil durch die ganzen Strukturen hier, das haben die ja früher so gemacht, ne? So ein bisschen verwunschen. Und dann denke ich auch einfach mal, dass die auch schon so alt sind. Schon alleine, weil die hier überall schon zersprungen sind. Und die wurden natürlich hier mit Eisenmaterial befestigt, damit die bloß nicht ganz auseinander springen. Und das finde ich natürlich auch gut, dass man halt noch diese alten Blumenkübel noch retten tut. Und nicht sie erneuern tut, nicht neu, einfach nur hier festhält wie eine Zwinge. Das finde ich natürlich auch sehr, sehr schön. So bleibt natürlich auch noch der alte Charme enthalten. Ja Leute, jetzt schaut mal hier, wo ich gerade bin. Und zwar sind das ganz alte Sockel, ganz alte Stützen von diesem alten Gebäude hier, was wahrscheinlich schon komplett schon kaputt war und dann haben die jetzt erneuert. Und das sind halt noch hier alles Original-Säulen, dann hier auch hier alte Stürze hier noch. Also richtig schön. Und ich finde es natürlich auch toll, dass natürlich jeder das natürlich dann auch betrachten kann und bewundern kann, wie die damals natürlich auch die ganzen Sachen gemeißelt haben. Ja, auf jeden Fall ist es wirklich wunderschön. Also hier befinde ich mich gerade hier in so einem wunderschönen Garten hier. Ich rede gerade leise, weil natürlich hier nebenan einer ein Buch am Lesen ist. Dann sind welche Leute hier schön am Essen. Auf jeden Fall haben wir hier einen richtig schönen, großen, wunderschönen Garten, wo man ja auch natürlich auch schön spazieren gehen kann. Und dann ist auch hinten schon der Ausgang. Aber da möchte ich ja nicht hin. Ich möchte noch mal hinten zum Innenhof rein. Auf jeden Fall, wenn ihr hier picknicken möchtet oder was essen möchtet, könnt ihr natürlich auch hier in diesem schönen, wunderschönen Traumgarten natürlich hier essen. So, ich werde auf jeden Fall jetzt hier komplett links rumgehen um das ganze Gebäude. Ja, und dann gucke ich mir nochmal den Innenhof an und da würde ich sagen, dann geht's auch schon weiter zu meiner nächsten Tour. Freunde, hier ist wahrscheinlich damals mal ein Blitz eingeschlagen worden. Auf jeden Fall ist der Baum natürlich zu der Hälfte geteilt, sieht man natürlich, und er lebt immer noch. Und hier hat man jede Menge rote kleine Käfer. Ja, Freunde, jetzt befinde ich mich gerade hier in so einem ganz, ganz alten Pferdestall und ich stehe natürlich hier so mit der Sonne gegen mein Gesicht, damit ihr auch hier so ein bisschen alles sehen tut. Also hier hat man wirklich noch alte Fachwerkbalken, aber richtige, dicke, fette Balken und die sind auch original alle. Und hier haben wir natürlich einen riesengroßen Kronleuchter über uns, der hier, da ist er, ein Riesenteil. Ja, und zwar ist dieser Saal jetzt für Veranstaltungen, für Hochzeiten und für Kommunion und was weiß ich, was alles kommt. Das kann man natürlich auch hier mieten, den ganzen Saal. Ist natürlich auch alles videoüberwacht, war mal klar, weil hier steht natürlich auch vieles rum. Wie gesagt, hier sind die ganz großen Tore. Damals sind die Pferde ja durchgeritten mit ihren Kutschen. Aber guckt euch mal die hohen Tore an, die sind locker 2, 4, 6 Meter hoch. Dann sieht man natürlich auch hier die ganz alten Fachwerkbalken hier, wie die das früher gebaut hatten, guckt euch das mal an. Und die stehen heute noch. Das ist einfach nur Wahnsinn. Also, irre. Ja, und hier sieht man natürlich auch ein ganz altes, schweres Tor. Das mag ich natürlich auch zu bezweifeln, dass das noch original ist von früher. Aber von der Bausubstanz, von der Höhe, von der Dicke, wird das wirklich genau entsprechend sein. Also hier sieht man das natürlich
Von hier gehe ich jetzt mal raus. Also hier sieht man das natürlich. Also ein richtig schöner Pferdeschuppen. Und in den Räumen hier unten oder auf der anderen Seite sieht man natürlich auch die ganzen weißen Türen alles. Das sind alles kleine Hotels, wo man sich natürlich auch so ein Hotel mieten kann, um hier zu übernachten. Und das finde ich natürlich auch wirklich sagenhaft. Einfach nur klasse. Und hier ist natürlich auch die riesengroße Kantine. Die sieht man nicht hier durch diesen dunklen Fenster. Aber wenn ich so die alten Fenster mir anschaue und hier, also richtig traumhaft. Es ist wirklich traumhaft, Leute. Schaut euch das mal an, wie toll das hier aussieht mit den riesengroßen Schirmen hier oder mit diesen tollen Überdachungen hier. Das ist wirklich klasse. Guckt euch mal das ganz alte schöne Gebäude an. Also das ist ja sagenhaft und dieses Licht bringt natürlich noch eine super tolle Atmosphäre rein. Ich bin so überwältigt, also Wahnsinn. Es sieht so traumhaft aus, gerade wegen diesen Zelten oben, also über diesen Schutz. Ich denke mal, das extra so gemacht oder halt, ich weiß es nicht, warum das so gemacht. Auf jeden Fall sieht es richtig schön aus, einfach nur toll. Und ganz, ganz oben sehe ich gerade so eine alte Türe mit so einer Scheune drin. Ich denke mal, da haben die früher Heu reingetan oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe ja damals nicht gelebt in dieser Zeit, aber traumhaft, wirklich traumhaft. Also ich bin wirklich überwältigt von diesem schönen Anblick hier. Und gerade oben mit diesem dicken Wappen. Ich denke mal, damals war bestimmt ein großer Wappen hier drauf gewesen, was man jetzt nicht mehr so erkennen kann. Aber es ist einfach traumhaft. Normalerweise sagt man ja, in so einem ganz alten Schlössern sollte man eher nichts verändern oder nichts Neues hinstellen. Und da ich jetzt gerade hier diese Pavillons sehe oben drüber, es passt natürlich auch von dem Licht her. Das ist total verrückt. Also derjenige, der sich das ausgedacht hatte, super Idee, klasse, toll. Ja, das sieht einfach nur traumhaft aus. Ich werde jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal ein Foto von hier machen und dann geht es auch weiter zur Kapelle. Ganz, ganz nette Dame getroffen, die hatte mich gerade ein bisschen so beraten. Ganz, ganz lieb, auch da nochmal herzlichen Dank nochmal. Und hier seht ihr natürlich auch die riesengroße Pavillons, die Schirme. Und die Schirme, die dienen dafür, dass natürlich auch kein Regen reinfällt oder Hagel oder sowas, weil hier jede Menge Festivals stattfinden und Theater oder Musikkonzerte. Deswegen ist das halt ein Schutz, damit die Menschen da nicht nass werden. Und was ich auch noch mitbekommen habe, ist, also hier finden natürlich auch viele, viele Spiele statt in dem ganzen Schloss. Das steht natürlich auch hier nochmal drauf. Und zwar gab es jetzt vor kurzem ein Escape Room. Escape Room heißt natürlich, wenn man immer im geschlossenen Gebäude ist, man muss natürlich den einen einzigen Ausweg finden von dem ganzen Schloss und das kann manchmal Stunden dauern. Ja, auf jeden Fall machen die hier wirklich viele, viele Veranstaltungen. Also das müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ich werde auf jeden Fall den Link von dieser Burg unten in meine Videobeschreibung reinsetzen und dann könnt ihr euch mal ein eigenes Bild machen mit der Familie, Frau, Freundin, wie auch immer, mit euren Kindern. Auf jeden Fall ist dieser
diese Strecke wirklich, der lohnt sich auf wie allemal. Ne? Wenn ihr mal einen Abstecher macht nach Maastricht, fahrt auf jeden Fall mal hier zu der Burg vorbei. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt noch mal ein paar, zwei, drei Fotos noch mal einblenden in dem Video und dann geht es aber dann wirklich zur Kapelle. So, Freunde, hiermit beende ich nun dieses tolle Video und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall jetzt zu meiner nächsten Location fahren. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Leute, fahrt auf jeden Fall mal hier hin, macht auf jeden Fall mal so einen Abstecher, bevor ihr nach Maastricht fahrt. Das ist auf jeden Fall eine sehenswerte Traumbesuch hier an diesem schönen Schloss. Ja, und ich würde sagen, Leute, lasst ein Like da oder ein Abo. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr, sehr tierisch drüber freuen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha, verrückte Touren, Mother Jude, schwing de Hut. Ciao.